Deutschlands vielleicht heißeste Truckerin Sabrina hat einen Plan. Sie will sich ihr Traumauto zulegen. Mit dem BMW E30 oder auch 3er setzt sie auf einen echten Klassiker aus den 90ern. Ich habe mich schon ein bisschen in das Auto verliebt, ohne Scheiß. Doch geht Sabrinas Wunsch vom eigenen Oldtimer wirklich in Erfüllung? Aktuell bin ich so auf dem Punkt, wo ich sage, macht mich das glücklich? Einen eigenen Oldie zu besitzen, ist das eine. Das Teil nach eigenen Wünschen zu restaurieren, etwas ganz anderes. Sabrina im Kampf gegen den Rost. Ey, das kann doch nicht wahr sein. Der Kauf ihres Traumautos ist eine wichtige Entscheidung für Trucker-Babe Sabrina. Sie setzt auf die Unterstützung von Kumpel und Autoexperte Mutlu, der sich als Inhaber einer Tuningwerkstatt bestens auskennt. Vom Sportwagen bis zum Oldtimer. Mutlu ist mal wieder nicht auffindbar. Ist immer das Gleiche. Immer wenn man hier in seinen Laden reinkommt, ist er weg. Spurlos verschwunden. Da ist er ja, der PKW-Experte und E30-Fan. So, was hast du denn auf dem Herzen? Du hast doch jetzt einen Wunsch mit dem E30. Ja, so wie du hier schon ein schickes Stückchen stehen hast. Aber das ist, glaube ich, nicht so dein Fall. Du nee, ich habe mich voll auf ein Cabrio eingeschossen. Oben ohne. Ja. Gut. Oben ohne. Genau. Hast du ein Haargummi dabei? Wieso? Für Cabrio-Fahrt. Wie gut, dass ich deinen Geschmack kenne. Gucken wir mal, gehen wir an den Rechner und gucken wir alles mal an. Okay, sehr schön. Hast Zeit? Ja, muss ja wohl. Für mich immer. Sabrina hat bereits eine Vorauswahl getroffen. Ob sich ein Besichtigungstermin lohnt, entscheidet Mutlu. Der hat mir halt gut gefallen, weil Innenraum super gepflegt ist. Hat aber keinen Originalmotor. Der hat einen vom Nachfolger hat er verbaut. Sabrina wünscht sich ein BMW Cabrio aus der 3er-Reihe. Dieser hier ist Baujahr 1992 und überzeugt mit stolzen 220 PS unter der Haube. Allerdings, es ist nicht mehr der Originalmotor drin. Stört Sie das? Also ich selber achte halt drauf, dass er möglichst gut erhalten ist, also sprich Originalzustand, weil ich halt einfach kein Auto will, was übelst verbastelt ist. Und dann will ich natürlich auch schauen, dass ich eine Haarzulassung bekomme. Mein Daddy hat sich früher auch immer einen E30 gewünscht. Und deswegen, ja, habe ich gesagt, jetzt nehme ich das in Angriff. Und ich glaube, er freut sich da auch ein bisschen drüber. Nicht der einzige Grund, warum sie sich für den Klassiker entschieden hat. Dann bei schönem Wetter einfach mal rausholen, mal coole Momente haben, schön über die Landstraße eiern, andere Verkehrsteilnehmer aufhalten. Genug geträumt. Wir nehmen meinen, weil ich habe ja, falls wir ein Auto kaufen, dann noch eine Rückfahrt, dann würde ich gerne in meinem Auto zurückfahren. Okay. Verbleibt mal so. Also. Dass Mutlu Sabrinas Passion für schöne Autos teilt, zeigt sich bei einem Blick auf seine hochgetunte 700 PS-Maschine. Sabrina will auch. Einmal. Mach mal Schnick, Schnack, Schnuck. Einmal. Eins, zwei, drei. Du hast verloren. Mann, ey. Ja, komm. Aber ich sitze neben dir. Denk dran. Danke, Mutlu. Sabrina darf ans Steuer des 700 PS Monsters. Sie lässt es vorsichtig angehen. Aber auch später, Vollgas ist nicht. Die Verkehrsregeln machen ihr einen Strich durch die Rechnung. Apropos Rechnung. Sabrina hat sich für ihr Traumauto ein Budget von 15.000 Euro gesetzt. Inklusive der Kosten fürs Aufhübschen. Nicht besonders viel für solch einen begehrten Klassiker. Ob die PS-Prinzessin da fündig wird? Knapp 400 Kilometer später. Duisburg. Hier wartet der erste Oldie auf Sabrina und Mutlu. Und das hier ist das gute Stück. Ein schwarzer E30 mit rotem Verdeck. Unsere PS-Profis machen, klar, den Technik-Check. Aber auch... Stimmen die Papiere? Gibt es ungewöhnliche Gebrauchsspuren? In dem Fall, ist das Leder porös? Ist der Originalauspuff okay? Und wie schaut es mit Feuchtigkeit aus? Okay. Bisschen undicht ist schon. Ja. Da läuft es ein bisschen rein. Ja. Ja gut, wenn alle Roststellen schon bearbeitet wurden, dann... Wo hatte der Rost? Ja, es gibt verschiedene Stellen. Wahrscheinlich hier drunter. Hier drunter, im Heckbereich hier. Man muss immer noch bedenken, dass es wirklich ein 30 Jahre altes Auto ist. Und ohne Rost kriegst du maximal vielleicht von Kalifornien oder sonst irgendwo her. Kannst du mal kurz laufen lassen? Ja.
Dafür schnurrt der Motor wie ein Kätzchen. Der ist ja auch neuer und leistungsstärker. Aber schöner Sechszylinder. Also vom Fahren her, vom Laufen her, ist es der bessere Motor wie der Vorgänger, also wie der Vorgänger, der eigentlich da drin war. Definitiv besser zu fahren. Ist von jedem E30-Fahrer eigentlich fast ein Wunsch, irgendwann mal diesen Motor reinzumachen. Aber du gibst ja auch viel Wert drauf, dass es original ist. War der Wunsch, ja. Ja. Klar, der Motor ist was Feines, keine Frage. Aber ich habe ja eigentlich gesagt, ich will wirklich definitiv was Originales haben. Man kann jetzt nicht sagen, extrem verbastelt, aber ein bisschen was ist halt schon verändert oder halt zu stark verändert, wo ich sage, okay, es ist halt doch noch mal Arbeit, das alles so zu machen, wie wir es eigentlich haben will. Gesamteindruck. Nicht der Originalmotor und mit 12.000 Euro zu teuer. Aus diesem Grund verzichtet das PS-Duo auch auf die Probefahrt und macht sich direkt auf zu Fahrzeug Nummer 2 ins westfälische Rheine. Servus, hi. Da ist er, ne? Jo. Ein weißes E30 Cabrio, Baujahr 1990. Trotz 7 Vorbesitzern ist der Originalzustand gut erhalten. Doch den beiden fällt sofort etwas auf. Der wurde mal nachlackiert. Okay. Jetzt nicht, weil er weggerostet war, sondern weil da war halt so ein Malbo-Schriftzug, hatte ich ja Bilder von geschickt drauf. Ja, ich sehe es hier. Ja. Wurde aber auch nicht zerlegt beim Lackieren. Ist nicht mehr sauber abgeklebt. Nee. Das ist ja. Das ist auch das größte Manko an dem Auto. Mutlo testet den BMW mit allen Sinnen und schnuppert am Öldeckel. Hier würdest du jetzt auch zum Beispiel, wenn da im Kreislauf vom Öl Wasser drin wäre, würdest du hier so kleine Blasen sehen. Ja, ne? Da würde es so braun und so Blasen geben. Kannst du gerade mal starten, bitte? Er läuft ruhig, aber im Gegensatz zu dem anderen. Ist ja ein Unterschied, ja? Ja. 170 PS weniger, aber der Originalmotor. Was hast du jetzt für den aufgerufen? Ich habe 10 dran stehen, das sind 9.990, wenn ich es gerade richtig im Kopf habe. Ja. Wer sagt, 9,5 muss ich dafür haben? Ja, aber Lack. Ja, gut. Also ich glaube, 3,5 musst du schon planen. Ja. Was also, am Schluss ausgibst für den Lack, ja. Nur für den Lack, ja. Eigentlich ist das Auto Sabrinas Favorit, aber Begeisterung sieht anders aus. Es ist echt übel, ey. Klar, es ist ein schönes Auto, aber ja, das mit dem Lack, das zerfrisst mich jetzt in, weil ich bin ja so ein optischer Liebhaber. Und achte da halt mega drauf. Und ja. Aber mal schauen, wenn er jetzt gut fährt. Und, ja, vielleicht sage ich ja doch, das wird's. Aktuell bin ich so auf dem Punkt, wo ich sage, macht mich das glücklich? Das ist so die Frage. So, Mädels, was ist denn mit euch? Kann eine Probefahrt die Stimmung retten? Was sagst du so vom Gefühl her? Ich bin irgendwie ein bisschen enttäuscht, ja. Muss ich ehrlich sagen. Bin ich auch. Doch kaum hinter dem Steuer ist die PS-Prinzessin wieder voll in ihrem Element. Zieht schön durch. Ja, auch sauber, wie gesagt. Ja. Schaltung super, Kupplung auch überhaupt nicht so zu straff, auch nicht zu lasch. Nicht zu straff, nicht zu lasch. Genau. Also optimal quasi. Für meine kleine Prinzessin im Füße. Auch PS-Profi Mutlo darf mal ran. Was machen wir jetzt? Also motormäßig und wie gesagt, fahrenmäßig super. Untenrum ist er auch super. Genau. Mängel da, Mängel hier, Mängel hier. Optisch muss er halt auf jeden Fall. Lack. Scheiße. Halt, ne? Der Wagen ist top, bis auf die optischen Mängel. Lässt sich da am Preis noch was machen? Also technisch gut. Braucht man den Motor. Also Motor zieht gut durch, Kupplung ist gut, Getriebe ist gut. Aber wir machen uns schon die ganze Zeit Gedanken, weil er echt viele, viele Mängel hat. Ne? So optische Mängel, gerade dieses Klappern da, Klappern hier, bis wir da die ganzen Seitenverkleidungen ausgetauscht haben, Lackierung, wird uns noch Geld kosten. Oh, was sagst du? Ich? Wozu zum Preis? Mhm. Ja, meiner steht ja dran. Ich warte mal auf den Gegenvorschlag. Also ich sag persönlich maximal 7,5. Da komme ich nicht hin. Wie gesagt, 9 könnte ich machen. Sollen wir mal quatschen untereinander mal? Ja, lass uns mal eine Runde Zeit. Davorlaufen. Ich hab nichts davor heute. Besitzer Johannes ist ein harter Brocken. Immerhin.
Die 9000 wären vermutlich im Budget. Kommt drauf an, wie viel Sabrina noch reinstecken muss. Also lieber weiter runterhandeln. Wir sagen 8. Nee. Also für 8 würde ich ihn sofort mitnehmen. Ohne Teile. Kann ich nicht machen. Kann ich echt nicht machen. Ich habe mich schon ein bisschen in das Auto verliebt, ohne Scheiß. Johannes, pass auf, noch ein Deal. Wenn du Reifen brauchst, meldest dich bei mir. Dann kriegst du einen vernünftigen, geilen Preis von mir. Also pass auf, 8,5 und kriegst Geld sofort. Und dann machen wir 8,5. Also geil, freut mich. Ja. Sehr dann geil. Dann hol ich im Kaufvertrag, den muss ich nämlich haben. Genau. Und Papiere und zweiten Schlüssel und... Genau. Für 8.500 Euro hat Trucker Babe Sabrina ihr Traumauto bekommen. Bleiben 6.500 für Lackieren und was sonst noch anfällt. Kann klappen. Erstmal gilt... Ich bin schon happy auf jeden Fall. Ja. Freue mich jetzt auf mein neues Baby. Also los. Auto gekauft. Doch das ist nur Schritt 1 beim Projekt Oldtimer flott machen. Vierzehn Tage später bei Mutlo. Wir treffen Sabrina wieder und die hat heute gemischte Gefühle. Also mir geht's heute bombastisch gut. Schönes Wetter und ich sehe meinen Traumwagen. Was Besseres gibt's da eigentlich gar nicht. Also ich freue mich heute besonders, dass wir endlich mal vorankommen, Teile abbauen und dass endlich der Lackierer aktiv werden kann, weil ich eben mit dem Lackbild überhaupt nicht zufrieden bin. Auf der anderen Seite ist man natürlich auch nervös, sieht man beim Umbau irgendwas, was man vielleicht nicht erwartet hat oder so. Ich denke, da haben wir ein bisschen Zeitdruck. Ich würde sagen, ich gehe mal rein. Das Tagesziel? Den BMW für die Lackarbeiten vorbereiten. Heißt, ganz viel abschrauben. Erst wenn der neue Lack drauf ist, kann sich Sabrina um den Rest kümmern. Folgendes. Wir haben mit dem Lackierer gesprochen. Okay. Er holt das Auto morgen schon ab. Okay. Das heißt. Ist mal ein bisschen Beeilung hier. Du musst Gas geben heute. Doch der Lack ist nicht das Einzige. Das will Sabrina alles machen an dem Klassiker. Alle in die Jahre gekommenen Teile müssen raus: Lenkrad, Felgen, Leisten, Gurte und Rücklichter durch bessere, aber originale Teile ersetzen. Startschuss für Sabrinas Traumautobau. Wir fangen an, gerade so Scheibenwischer, diese ganzen Gitter hier, alles zu zerlegen. Die Motorhaube müssen wir zerlegen. Hm. Heckklappe, Blenden, Scheinwerfer, Kühler, alles raus. Das Auto soll später außen tipptopp aussehen, aber auch unter der Haube. Da wird auch mal über die Farbe von Motorteilen debattiert. Und dann war ja auch das Gespräch hier, weil da wurde ja ein bisschen rumgespielt an den Farben hier. Hm. Was machen wir mit dem Ventildeckel? Was machen wir hier? Alles, also... Na, das weiß halt, ne? Alles weiß? Ja, völlig. Die Domstrebe hier, was meinst du? Auch weiß. Wir machen das weiß, weil sonst... Du hast eh immer recht am Schluss. Wir machen das jetzt so. Gut. Erster Schritt auf dem langen Weg. Scheinwerfer, Stoßstange, Seitenspiegel. Das muss alles ab. Am Tagesende darf nur noch die nackte Karosserie stehen. Mit den Nägeln wird es auch Spaß machen heute. Klar. Die haben viele Vorteile. Okay. Dann legen wir los. Auf. Im LKW-Führerhaus cruist Sabrina quer durch Europa. Mit der Oldtimer-Restauration wagt sie sich auf unbekanntes Terrain. Ob das PS-Duo so den Zeitplan schafft, Mutlu hat seine Bedenken. Soll ich dem Lackierer absagen für morgen? Es wird so nichts, Sabrina. Du musst ein bisschen mehr Gas geben. Ja, aber wenn ich mich doch nicht auskenne. Ja, du brauchst ja nicht so zu schrauben, sondern mal richtig anpacken. Ach, das habe ich wohl nicht gemacht. Nach den kleinen Startschwierigkeiten geht's in der Werkstatt voran. Auch Mutlo ist zufrieden. Also langsam gefällt mir auch, wie du dein Werkzeug hältst. Na also, geht doch. Sieht fast so aus, als könnten sie mit der Demontage heute fertig werden. Solange nichts schief geht. Oh. Was denn? Die Schraube hier, die sollte da eigentlich nicht sein. Tja, da wurde an dem Auto wohl in der Vergangenheit, im wahrsten Sinne des Wortes, mehr geschraubt als gedacht. Ey, das kann doch nicht wahr sein. Sabrina schuftet nicht nur für sich, sondern auch für ihren Vater. Ich glaube, der wird sich bestimmt freuen, wenn er da neben mir mal Platz nehmen darf.
Und das hoffentlich schon bald. Für heute ist das Auto nach 8 Stunden Schrauben fertig für den Lackierer. Tagesziel erreicht. Ich bin auf jeden Fall stolz, dass wir es geschafft haben in der Zeit, wo wir es uns vorgenommen haben. Und ich habe wieder was gelernt. Trucker Babe Sabrina hat ihr Traumauto gefunden. Aber kriegt sie den Oldtimer wieder flott? Das alles beim nächsten Mal.